Wissen Sie noch, was sich auf dem Planeten ereignet hat? Was ist das Letzte, an das Sie sich erinnern können? Hm? Ich weiß weiter nichts, als dass ich einen furchtbaren Traum gehabt habe und fast erstickt wäre. Was ist denn jetzt wieder passiert? Alle Systeme abschalten! Kann ich wissen, was passiert ist? Haben wir eine Bruchstelle? Ich kann nichts entdecken. Noch ist der Druck okay. Sofort Kontrollcheck vornehmen. Fertig? Fertig. Schalten Sie uns ein. Ich danke Ihnen. Ist nicht unser Sonnensystem. Tasten Sie ab. Planquadrat. Das gesamte elektrische Reservesystem ist außer Betrieb. Drei oder vielleicht auch vier Zelleinheiten sind hin. Ist das alles? Im Augenblick sieht es so aus. Hier draußen können wir das sowieso nicht reparieren. Wir müssten neue Kabelkanäle ziehen und das geht nicht so auf die Schnelle. Nicht wahr, Brett? Die Reparatur ist nicht auf die Schnelle zu machen. Sie müssten sich den Kabelsalat hier mal ansehen. Was sonst? Ein paar Bruchstücke sind ja ganz schön zusammengepackt. Die müssen wir erstmal auseinanderpflücken und sauber machen. Alles Weitere findet sich. Wie lange werden Sie brauchen, bis wir wieder voll einsatzbereit sind? Oh Mann, das dauert. Ich weiß nicht, wie viel. Mindestens. Ganz sicher 25 Stunden. Fangen Sie sofort an. Nichts. Versuchen Sie es weiter. Rufe Raumflugkontrolle Antarktika. 6-7. Können Sie mich hören? Raumflugkontrolle Antarktika, kommen. Ich hab's gefunden. Kurz vor Sektor Z2 Reticulum. Wir haben die Außenzone noch nicht erreicht. Aber das ist unmöglich. Wie zum Teufel sind wir so weit vom Kurs abgekommen? Ich verstehe das nicht. Was sagten Sie, Ripley? Das ist nicht unser Sonnensystem. Ich weiß, ich weiß. Raumflugkontrolle Antarktika, komm. Ist dir schon mal aufgefallen, dass von Ihnen noch nie einer hier runtergekommen ist? Ich meine, die eigentliche Arbeit leisten wir, stimmt's? Und weil wir die eigentliche Arbeit tun, kriegen wir auch nur die Hälfte der Prozente. Deshalb glauben die auch, dass ihnen die andere Hälfte unserer Prozente zusteht. Das ist doch immer dieselbe Scheiße. Ganz klar, wegen dir. Du bist eben ein langweiliger Typ. Naja, drüber reden müssten wir schon. Bin mal gespannt, was es jetzt schon wieder gibt. Da wären wir, das ist mein Platz. Ich lasse dich bitten, da aufzustehen. Entschuldigen Sie. Danke. Was ist denn eigentlich los, Captain? Nun, einige haben sicher schon gemerkt, dass wir noch nicht wieder zu Hause sind, sondern erst auf halber Strecke. Geben Sie mir eine Atmosphärenanalyse. Ja. Interessant. Eine Atmosphäre wie in der Urzeit. Sie besteht aus neutralem Stickstoff, einer Konzentration aus Kohlendioxidkristallen und Methan. Die Spurenelemente habe ich noch nicht analysiert. Sonst noch was? Ja. Das Gestein ist vulkanisch. Es ist sehr kalt, ganz besonders kalt. Mhm. Ich möchte freiwillig bei der ersten Gruppe sein, die da rausgeht. Ja, habe ich mir schon gedacht, typisch. Sie gehen auch mit, Lambert. Ja, ist gut. Deutlich genug? Ja, klar. Ja. Kannst dann weitergehen? Ja, sehen wir es uns an. Ah.
Ah, sehr gut. Zwei Gruppen. Parker, bitte keine Mutproben, ist das klar? Die Schleusen sind auf jedem Deck geöffnet. Halten Sie bitte den Sprechkontakt aufrecht und berichten Sie von Zeit zu Zeit. Na, also dann los. Der Empfang hier an Bord ist ausgezeichnet. Wenn wir deutlich zu verstehen sind, dann halten Sie diese Frequenz offen. Gehen wir. Ich hab den noch im Thron. Ja, mein Freund. So, nein, soll die mal auf die Tasche. Ja, mach das Winkel. Roll die mal weg. Oh, rechts. Ja, mein Freund. Hallo. Oh mein Gott. Ach, Junge. Schön. Video. Die kommen in einen Film. Ja. Du auch. Du auch. Sie haben Angst vor uns. Du bist so blass, gemein.
Leg dich mal da rein. Alles hier eine Erklärung. Was Sie nicht sagen! Ich verzichte auf Ihre Scheißerklärung! Ich weiß nicht weiter. Okay, versuch's mal. Ich hätte gehofft, dass da der Fehler zu finden wäre. Mach nochmal. Ich hab das Gefühl, hier schon einen Monat rumzuhocken. Das Beste wäre gewesen, wir wären hier gar nicht gelandet. Mir wär's auch lieber, wir hätten den scheiß Planeten überflogen. Weißt du, je eher wir die Kiste flott kriegen, desto eher sind wir zu Hause. Mir ist das alles unheimlich. Ash? Ist dir vielleicht was eingefallen? Nein, wir sind noch bei der Datenauswertung. Wobei sind Sie noch? Sie werten noch die Daten aus? Das will mir nicht in den Kopf. Was soll ich denn Ihrer Meinung nach tun? Das, was Sie die ganze Zeit getan haben, Ash. Nichts. Und ich werde mir die Antworten selber holen. Vielen Dank. Na schön. Nichts. Nun sag doch irgendwas. Ich überlege. Verdammt! Also, wenn keiner eine bessere Idee hat, dann schlage ich vor, wir machen mit Dallas Plan weiter. Was? Und sterben genauso wie die anderen? Oh nein, du musst nicht bei Verstand hast sein. Hast du eine bessere Idee? Ja, wir sollten das Schiff möglichst schnell verlassen. Wir packen unser Zeug ganz schnell in den Raumgleiter und raus ins All. Einverstanden. Ich bin ganz Ohr. Also reden Sie. Wir werden es mit dem Raumgleiter riskieren. Wir arbeiten paarweise. Wir werden schrittweise vorgehen. Jedes Schott und jede Entlüftungsöffnung werden wir schließen. Sind Sie alle damit einverstanden? Aber wir müssen ständig zusammenbleiben. Wir brauchen noch Kühlmittel für das Entlüftungssystem. Ihr beide geht runter und besorgt so viel Kühlstoff, wie ihr tragen könnt. Ich mache den Raumgleiter startbereit. Ich gebe euch genau 7 Minuten. Dann kommt ihr wieder. Fertig? Seien Sie vorsichtig. 7 Minuten. Thank you.
Ash, können Sie mich hören? Ash! Ja, ich kann Sie hören. Welchen Sonderauftrag hatten Sie? Ist doch ganz klar, Sie haben ihn gelesen. Wie lautete er? Den Organismus zur Erde zu bringen. Das hatte Priorität. Andere Prioritäten gab es nicht. Also, was müssen wir tun? Sie scheinen immer noch nicht zu begreifen, womit Sie es zu tun haben. Mit einem perfekten Organismus. Nur seine Feindseligkeit übertrifft noch seine perfekte Struktur. Sie bewundern es, nicht wahr? Ich bewundere die konzeptionelle Reinheit. Geschaffen, um zu überleben. Kein Gewissen beeinflusst es. Es kennt keine Schuld oder Wahnvorstellungen ethischer Art. Was ist noch? Ich kann ihr nichts vormachen, was ihre Chancen angeht. Aber sie haben mein Mitgefühl. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley.